meine Damen und Herren, was wir hier haben, ist eine sogenannte PS3. Es ist im Grunde genommen ein Blu-ray-Player mit Spielefunktion. Finde ich relativ praktisch, wenn man mal keinen Film zur Auswahl hat, spielt man einfach ein Spiel. So. Schauen wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Das ist natürlich das Pad. Das wird anfangs vermutlich gar nicht gehen. Nee, musst du erstmal laden, wo es geht. Ja. Ja. Ja, guck mal ins Home-Menü. Tatsache. Und ja. Die Homey-Taste. Sehr gedufte Sache. Anleitung und Garantie. Ja, auch Pinsel. Oh, hoppla. Ja, hier ein Komponentenkabel. Nee, HDMI, oder? War HDMI auf? Das ist ein Cinch-Kabel. Das ist ganz wichtig, damit man auch die maximale Qualität aus seiner HD-Konsole rausholt. Natürlich. Schließt man es mit Cinch an. Die Sony hat überhaupt nicht gespart. Man hat direkt kein HDMI-Kabel dabei, auch kein Komponentenkabel. Und hier kommt der Eierbecher. Ah, da ist sie. Wo ist oben und wo ist unten? Man sieht, es ist nicht mehr die Ur-PS3. Das hat aber einen entscheidenden Vorteil. Die Ur-PS3 war quasi ein Atomkraftwerk. Diese verbraucht unter 100 Watt. Ja, früher gab es nämlich Konsolen, die haben mehr als das gezogen. Die Zeiten haben sich geändert, zum Glück. Sieht schick aus. Natürlich habe ich mir gleich ein Spiel dazu gekauft, Killzone 2. Jetzt trinke ich erstmal einen Cappuccino. Mach das. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Ja, zwei USB-Anschlüsse und nichts mehr für Speicherkarten. Schade. Ja, das Schacht, den hat man eingespart. Hier hinten die Anschlüsse, aber wenigstens Optical Out, das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann damit mit meiner Anlage 5.1 Spiele zocken. Das ist schon mal erledigt. Jetzt brauchen wir natürlich das hier. Das ist eine Fummelei. Aha. Aber hey, die können wir immer mal gebrauchen. Ach, man kann es gar nicht komplett reinstecken. Warum auch immer. So. Müssen wir das Kabel einfach hinterbringen. Ja. Ja. Allererste Mal eingeschaltet. Ist ja schon mal eine geile Bildqualität. Uhr. Ach Quatsch, wir haben ja schon 21 Uhr. Alter Schwede, die Zeit vergeht aber. Ganz schön. Immer später. Ja, verdammt. Ich will, dass er das groß macht. Was ist denn jetzt dein Problem? Oh mein Gott, gib mir eine Tastatur. Ich hasse Konsolen. So ein Scheiß. Hättest du da eine holen können. So, jetzt habe ich meinen Namen eingegeben. Ich hätte noch Internet einstellen können, aber hatte ich keine Lust. Deswegen sind wir jetzt schon hier. Ah, okay, Letterbox ist korrekt. Ja, raus, ja.
HDMI ist okay. 24 Hertz. Und das Geile ist, ich kann ja meine Webcam auch hier nutzen, der PS3. Stimmt. Exhumed. Exhumiert. Beziehungsweise Power Slave. Mhm. Um Daten zu speichern, müssen Sie eine interne Memory Card auf der Festplatte stellen. Möchten Sie jetzt erstellen? So, ich bin mal gespannt. Und jetzt geht's los. Yeah. XU. Schon mal klasse, durch HDMI erkennt er natürlich sofort, was er machen soll. New Game. Sogar die PAL-Balken werden korrekt emuliert. Und auch die Ladezeiten werden nicht beschleunigt. Doch, ich glaube, die sind ein bisschen beschleunigt. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. No. I know, ich bin ja erstmal hier. Loading. Ja, muss man noch einiges einstellen, aber. Das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, macht richtig Bock. Ach ja, die Steuerung muss ich erstmal anpassen. Hm. Die ist ja noch digital, also ein Digitalpad kannst du dann halt eben. Ah. Digital Kreuz. Ja. Und wie hat die damals die Steuerung angepasst? Ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich hab's eingestellt. Aber ist jetzt mal egal, man kann es erstmal so machen. Ah, genau hier so. Strafen. Ja. Ducken. Muss ich irgendwo Duck-Taste geben? Ah, Select. Ja, da muss ich alles erstmal einstellen. Geht ja zum Glück. Ach ja, ich glaube, man muss der PS3 sagen, dass er bei älteren Spielen analog unterstützen soll. Ja, das war aber auch nicht bei allen Spielen. Ja. Ah, die Knarre. Ich kann es gar nicht mehr so ruckelig in Erinnerung. Ja, dieser Saturn-Version lief, glaube ich, auch flüssiger. Das ist ja quasi die Build-Engine. Hm. Und beim Saturn war es eine völlig eigene Engine. Ja. Meine Fresse. Das erste Spiel, was er spielt, ist ein 32-Bit-Spiel. Skorpione! Und auch hier hat man wieder das typische PlayStation-Problem. Das mit den geraden Linien. Ja. Boom. Ich bin ja froh, dass ich das Spiel überhaupt habe, weil es ist einfach ein gutes Spiel. Boah. Ja. Jetzt hört man halt durch den Tisch so deutlich. Mhm. Und den Rechner, wisst ihr. Richtig. Aber ich find's geil. Das ist ja, ich sag mal. Meine Damen und Herren, wir haben in der Zwischenzeit, das durften Sie leider nicht sehen, weil. Ist verboten. Nee, die Grafik war einfach viel zu gut. Die zwei Sachen. Also Grafik bezieht sich nur hier drauf. Hier, also ein Film, ein toller Film. Das haben wir getestet und noch viele andere Sachen, viele Blu-rays. Und jetzt haben wir mal eine alte Mio-Kassette auf DVD. Also die heißen so, das ist einfach eine ganz normale DVD. Und haben die Skalierung aktiviert. Und wir finden, wenn ich das mal anschaue, das geht eigentlich. Wir haben jetzt zwar aber keinen Ton, weil wir haben keine Boxen dran. Ja. Aber allein die Tatsache, dass man sich das hier so angucken kann, ich meine, das sieht wirklich sehr interlaced aus, so wie es sich auch gehört. Na gut, jetzt hier in dem Video natürlich nicht mehr, weil die Kamera nimmt natürlich nur progressives Video auf. Ja. Tja, vor allem das Tolle ist ja, es gibt ja noch diese Crop-Funktion. Ja, ja. Genau, man kann noch... Doppelte Skalierung, zack, boom. Wartet nicht alles gibt. Ist natürlich nicht schlecht. Gut, man könnte jetzt noch die Blöcke ein bisschen reduzieren und das Rauschen, aber dann hat man weniger Details. Muss man halt sehen, was man will. Aber allein die Tatsache, dass man das noch halt nutzen kann, ich meine, man will ja auch nicht, dass die alten Sachen nicht mehr nutzbar sind an neuen Geräten. Und hier, das funktioniert noch ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf einem großen Fernseher noch ansehnlich ist, dieser alte VHS-Scheiße. Ne? Man weiß es nicht. Obwohl es ja ursprünglich mit Video 8 aufgezeichnet wurde, aber. Achso, dann auch VHS überspielt und auch so geschnitten. Was man sieht. Man sieht sich mal schön und diese schönen Blöcke hier unten an in diesem Bereich. Der Hammer. Das blockt ganz schön, du. Ja. Meine Güte. Und wir haben schon teilweise die Blocker angeschalten. Mhm. Ja, das ist standardmäßig an.
Was sagt der? Kannst du das? Das so ist mein Dog, Ben. Willkommen zu. Oh Gott, das war so furchtbar damals. Ich skipp mal vorwärts, weil ja. Satan noch kommt. Oh Gott. Kriegt der Mike jetzt nicht eine rein? Ach, genau. Verstecktes Radio? Versteckte Kamera, genau. Das war versteckte. Ach Gott, die Bohrmaschine. Ja. Oh ja, mal vorskippen. Schade, dass wir jetzt diesen Ton nicht haben. Uah. Hör dich, hör dich. Der bewegte Mike. Immer dieses Mikrogrinsen. Aha. Ja, das war's auch schon. Vielleicht zeigen wir Ihnen das nächste Mal noch was anderes, aber ich schätze nicht, weil das ist sowieso nicht. Ja, das war's.